Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Unser Aufzug ist da in der Sekunde. Wir fahren nämlich jetzt runter und werden in... Wir gehen jetzt ins Shopping Center, oder? Ihr kommt mit. Ihr kommt nicht nur mit, sondern ihr bestimmt heute wieder meinen Tag über Instagram. Mein vorletztes Video war es und es ist so hammerkrass gut bei euch angekommen. Es hat einfach in wenigen Tagen Red einfach weiter. Okay. Komm, sei mutige Bianca. Es hat einfach innerhalb von wenigen Tagen... Sei mutig. Ich finde das so peinlich. Ja, wir essen dabei. Ja. 2 Millionen Klicks und 150.000 Daumen nach oben bekommen, habe ich mir gedacht. Wie hammer dieses Feedback. Vielen Dank erstmal dafür und es wird jetzt einen neuen Teil geben. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dass ich das nochmal mache, wenn es euch wieder so gut gefällt, vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben da zu lassen. Ich gucke da auf jeden Fall drauf. Das ist die komische Situation meines Lebens. Da steht eine Frau und isst Rührei neben mir. Ich werde jetzt diese Aufnahme beenden. Okay, es ist tatsächlich noch viel peinlicher geworden. Die Frau ist gerade vor uns ausgestiegen, hat sich umgedreht und einfach viel Spaß gesagt. Das heißt, sie ist einfach gehört. Wie habe ich sie genannt? Habe ich die Rührei-Frau genannt? Das habe ich gesagt. Du weißt nicht genau, wie du konnten die Deutsch? Die hat das einfach verstanden. Also, viel Spaß. Wir werden gerade von allen Menschen beobachtet. Okay, lasst uns erstmal hier rausgehen. Was machst du? Ich muss jetzt erstmal ankündigen. Frag mal die Leute, ob die überhaupt Lust auf das Video haben. Das soll die erste Umfrage sein. Stell dir vor, die sagen nein. Dann ist das Video vorbei. Das Video im Arsch. Ja, aber warte, was machst du, wenn die Nein sagen? Ja, werden die schon nicht. Denen gefällt das doch. Heute soll ein richtig krasser Eisregensturm, ne? Eisschneeregensturm. Ja, irgendwie so ein richtig krasses Unwetter. Und jetzt fängt es gerade schon so richtig ekelhaft an mit so Schneeregen. Soll ich mal fragen, wie viel Grad? Nein. Wie? 0 Grad haben wir halt mal. 0 Grad und es schneit. Mann, die Belichtung ist so scheiße. Du Scheiße. Ich bin zwar gerade völlig überbelichtet, aber ich habe eine wichtige Frage an euch. Und zwar, habt ihr Bock, dass ihr heute nochmal über Instagram meinen Tag bestimmen dürft? Stimmt jetzt unbedingt ab. Ich hätte auf jeden Fall Bock auf das Video und ich bin sehr gespannt. Oh oh. Jetzt schreiben die bestimmt alle, nein, nein, nein. Poste. Ich setze mich einfach mal hier in das Koffergerät. Du kannst ja nicht einfach in das Koffergerät setzen. Doch, das ist auch, also kannst du dich auch setzen. Oh, jetzt kommen Leute vorbei. Nein. 94% haben für Ja ab. 94% haben für Nein. Oh, ist das kalt! Rein. Halt mal bitte die Kamera. Ich habe eine ganz wichtige Frage an die Leute. Leute, ich habe eine ganz kurze Frage. Und zwar... Das ist mein Portemonnaie. Kannst du es bitte loslassen? Wir sitzen gerade im Taxi und soll die Bibi dem Taxifahrer 20 Dollar Trinkgeld geben? Oder? Die Fahrt kostet doch nicht mal 10 Dollar. Guck mal, Leute, ist einfach durchsichtig in dem Schein. Das ist richtig geil. Ja, der gehört wahrscheinlich gleich nicht mehr. Ja, super. 78% für Ja. Das ist nett von euch. Das sieht schlecht für dein Portemonnaie aus, meine Liebe. Es ist sehr großzügig. Komm. Ja, warte, also ist jetzt die letzte Abstimmung, ja? Denkst du, ändert sich jetzt noch was, oder wie? Ja, keine Ahnung, man kann ja vielleicht noch 10 Sekunden warten. Das Geld kriegst du nicht mehr wieder, du, gar keine Chance. 75 Ja, 25 Nein. Das ist endgültig. Here for you. Weißt du was, ich hatte das Gefühl, der war so drauf so, was macht die da? Ich sag jetzt gar nichts. Das ist echt so, ne? Es hat einfach 8 Dollar gekostet und ich habe dem gerade 30 Dollar gegeben. Wir sind jetzt im Shopping Center angekommen und vor uns ist ein Riesenstand, wo man frisch gepresste Säfte holen kann. Und Leute, ich hätte so Bock auf einen frischen Wassermelonensaft. Das glaube ich dir. Die Frau lacht gerade. Aber ihr wisst ja, vielleicht wisst ihr es auch nicht, die Bibi hasst Bananen über alles. Und ich würde mal vorschlagen, frag doch mal deine Leute, ob du einen Bananensaft trinken sollst. Es gibt keinen Bananensaft. Doch, ich glaube schon. So, seid ihr dafür, dass ich mir einen richtig leckeren Saft, auf den ich echt gerade sehr Bock habe, bestellen darf? Oder möchtet ihr, dass ich mir einen Bananensaft bestelle? Und Bianca, hast Bananen? Bist du eine Banane? Ja. Aber vielleicht sind die ja schon wieder so lieb zu dir. Habt ihr das letzte Video gesehen? Die haben nur lieb abgestimmt für die Bibi, nur. Nein! Was denn, was denn, was denn? 49% sagen, bestell was Leckeres und 51% sagen... Okay, dann stoppen wir das jetzt hier. Nein! Doch. Nein, ich muss nochmal aktualisieren. Die sind heute nicht nett zu dir. 58% bestell was Leckeres. Nein. Ich werde jetzt noch ein einziges Mal aktualisieren und dieses Ergebnis nehmen wir. Okay, warte, in 60 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Wieso macht die genau jetzt den Mixer an? 3, 2, 1 und los. Ja! 53%. Scheiße. Also ich gönne mir einen Wassermelonensaft, ne? In meinem Portemonnaie fehlt ein 20-Dollar-Schein. Ach so, ja. Da fährt ein glücklicher Taxifahrer gerade mit rum. Batsch. Leute, da ist der absolut süßeste Hund aller Zeiten.
erlaubt ihr mir, dass ich hingehe und diesen Hund streicheln darf? Bitte, 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 der ist so süß. Du würdest gerne streicheln gehen, ja, ne? Ja, ich will streicheln. Boah, der ist aber echt süß. 81% ja klar. Okay, mach Screenshot. Ja, mach Screenshot. Süß. Darfst du nicht streicheln? Nein. Warum? Ich bin nur hingegangen, hab Hi gesagt, hat er direkt den Kopf geschüttelt, meinte, ich soll nicht näher kommen. Warum? Keine Ahnung. Da stand Service Dog drauf. Ich weiß nicht, was der macht. Du ahnst es schon, ne? Guck mal, wo wir gerade sind, Leute. Hier kann man sich piercen lassen. Das ist doch super. Wir können doch einfach fragen, ob wir dir hier noch so ein Loch rein piercen können. Ich soll mir jetzt ein Piercing machen fürs Video. Nein, du sollst die Leute fragen. Oh Mann. Ja, wenn du nicht willst, dann lass es. Also wenn du wirklich jetzt keinen Content liefern willst und keinen Daumen nach oben möchtest, dann würde ich es jetzt nicht machen. Sehr gerne. So, wir sind gerade an einem Laden vorbeigekommen, wo man sich piercen lassen kann. Meine Frage, wollt ihr, dass ich mir ein Piercing stechen lasse? Ja oder nein? Ja. Sie werden ja sagen. Und? Traue ich nicht zu aktualisieren. Sagen Sie, was sagen Sie? Nein, nein. Na, irgendwie mein Internet spinnt das aktuell nicht mehr. Ich wollte ganz kurz mir noch da hinten so einen Schokoriegel holen. Achso, ja, 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 klar. Kurz, das echt so. Komm jetzt. 68% sind für ja. Komm, kannst doch ein Ohrloch machen. Zum Glück gibt's hier nur Ohrpiercings. Und tut's weh? Ist drin. Ja. Oh. Ich habe gehört, du hast eine neue Frage. Ja, habe eine neue Frage. Hier sind richtig geile Geschäfte und ich würde sehr gerne da mal reingehen und mir eventuellerweise ein paar Schuhe aussuchen. Aber ich muss natürlich erst euch fragen, denn ihr entscheidet meinen Tag. Krass, du nutzt die Situation voll aus, um dir jetzt Schuhe zu besorgen. So, wir sind weiter im Shoppingcenter gelaufen und ich habe einen richtig coolen Laden entdeckt und würde mir sehr... Sagt alle nein, sagt nein. Nein, ich würde sehr gerne reingehen und mich mal nach einem neuen Paar Schuhe umgucken und ihr müsst natürlich vorher abstimmen, darf ich oder darf ich nicht? Das hier, meine Damen und Herren, ist Bianca. Bianca nutzt das Instagram-Video aus, um sich neue Schuhe zu kaufen. Also im Moment steht es bei 62% geh rein. Das war ja absolut klar. Nochmal aktualisieren. Tada! 60 zu 40. Ich kotze gleich. Sollen wir es so machen, dass sich jeder einen Schuh aussuchen darf? Also für dich. Ja. Und dann stimmst du am Ende ab, welchen. Okay. Okay. Sind schön? Ja. Okay, Leute, ich habe mir ein paar ausgesucht und der Julian hat sich auch ein paar ausgesucht. Ich werde euch aber nicht sagen, von wem welches ist, denn ihr entscheidet jetzt, soll ich mir dieses Paar Schuhe kaufen oder soll ich mir dieses Paar Schuhe kaufen? Stimmt auch! Du hast immer Glück. Ich hatte mir die Rosanen ausgesucht, weil ich mitgedacht habe und mir dachte, passt doch zum Rucksack. Aber nein. Aber ihr standet mal wieder auf meiner Seite und habt euch für meine Glitzerschuhe entschieden. So, jetzt reicht. Das muss doch mal irgendein... Ich hab nur Scheiße, wenn ich dieses Video drehe. Jetzt hast du Schuhe. Ja. Schuhe und dein Lieblingsgetränk. Bei mir läuft, Brudi. Pack die Fresse. Ich bin gerade richtig am Arsch. Wir sind jetzt, wir sind jetzt seit einer halben Stunde so auf dem Hotelzimmer. Julian schneidet sein Video schon mal ein bisschen. Die Zeitumstellung macht mich fertig. Und draußen zieht sich das Wetter. Boah, man sieht gar nichts mehr. Es ist einfach nur noch weiß, ne? Willkommen zum Wetter. Wie Sie draußen sehen, sehen Sie Schnee. Es ist eine Art Eisregen. Und man mag behaupten, dass dieser Eisregen vergleichbar ist mit einem Scheiße. Auf jeden Fall muss es natürlich weitergehen mit diesem Video und ich kriege langsam extremen Hunger. So, ich werde jetzt eine Umfrage auf Instagram machen, ob wir gemütlich im Hotelzimmer bleiben dürfen und wir uns aufs Zimmeressen bestellen dürfen oder ob wir durch den Eisregen rauslaufen müssen. Nein. Und zu Subway gegenübergehen sollen. Ach bitte, ich freue mich so jetzt... Und du möchtest so Subway, das ist dein großes Problem. Richtig. Wir sind wieder zurück auf dem Hotelzimmer und haben richtig Hunger. Und ihr dürft jetzt entscheiden, was und wo wir essen. Dürfen wir uns gemütlich was aufs Zimmer bestellen oder sollen wir durch den richtig krassen Eisschneeregen draußen zu Subway laufen?
Okay, was glaubst du, was die Leute abstimmen? Ich hoffe, sie sagen Zimmer, weil dann könnte ich mir einfach jetzt hier Essen bestellen, könnt ihr liegen bleiben, ein Video schneiden. Raus zu Subway. Wie viel Prozent? 54. Wir warten jetzt genau 30 Sekunden, dann werde ich aktualisieren und gucken. 5 Sekunden! Nein. Warte, ich muss in meinen Fake-Accounts noch reingehen. Nein, stopp! 52. Ich bin immer der, der leidet bei dem Video. Wieso? Du leidest doch gar nicht. Wir gehen ein richtig geiles Sandwich bei Subway essen. Oh, das Wetter ist ja richtig beschissen. Der ganze Boden ist einfach voll. Gib mir das mal. Was denn? Das ist doch nicht mehr normal. Nee, das ist kein Scherz, das sind so Eiskörner. Das Wetter ist so scheiße. Es ist so kalt. Das Eis frisst sich so in deinen Kopf rein. Sieht ja aus wie ein Schneemann. Ich habe richtige Eisstücke in meiner Hand. Okay, wir bestellen uns jetzt was zu essen. Und raus in den Eisregen. Mein Ohrpiercing brennt. Tatsächlich? Ja. Möchten Sie sich zu mir setzen? Mmh. Leckerchen. So, meine Lieben, und ich würde sagen, jetzt gehen wir alle mal auf Julians Video und schauen da mal vorbei. Er hat euch nämlich jetzt 2 Tage bei unserer Kanada-Reise mit der Kamera begleitet. Wir haben richtig krasse Sachen gemacht, die wir echt schon eigentlich unbedingt in unserem Leben mal machen wollten. Ich will gar nicht zu viel verraten, deswegen schaut unbedingt vorbei, auch nochmal in der Endcard für euch verlinkt. Und da findet ihr nämlich außerdem meinen ersten Teil von dem Instagram bestimmt mein Tag-Video, also das erste Video, was ich dazu gemacht habe. Schaut euch das auch gerne nochmal an oder falls ihr es noch nicht gesehen habt, da findet ihr es. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass ich davon nochmal einen Teil drehe oder wenn es euch gefallen hat, gerne mir einen Daumen nach oben hier auf dieses Video geben, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, schaut bei Julians Video vorbei, sonst bis zu meinem nächsten Video. Bis dann, tschüss!